Hey Leute, hier ist Lego Lukas und heute gibt es endlich die Auswertung meines Lego World Batumo Contests. Es gab echt coole Einsendungen, deswegen fiel mir die Auswahl der drei Gewinner echt schwer. Ich würde mal aber sagen, wir fangen sofort mit dem dritten Platz an. Also seid gespannt. Auf dem dritten Platz haben wir Brick World War von Instagram. Er hat ein wirklich sehr, sehr schönes Normandie-Mock gebaut mit einer Eisenbahnstrecke und einem Jagdpanther auf einem Eisenbahnwagen. Geschichtlich sehr cool, da nämlich diese Panzerjägerabteilung echt ihre Fahrzeuge per Eisenbahn abgeladen hat in der Normandie. Wir sehen hier viele coole Figuren, wie zum Beispiel einen Panzerlehrangehörigen mit seiner Stuckuniform. Auch noch andere coole Figuren, die sich in das Normandie-Setting echt gut einreihen. Außerdem ist das Mock auch sehr, sehr schön gebaut mit der Vegetation, vor allem diese kleine Brücke mit dem Fluss. Auch dieser coole Ein-Mann-Bunker hat auch was Cooles, weil diese generell immer an Eisenbahnstrecken oftmals gebaut wurden. Von daher verdient er dritter Platz. Auf Platz 2 haben wir das Mock von TJ's Bricks. Ein wirklich sehr, sehr cooles Mock. Er ist auch, glaube ich, einer der wenigen Nicht-Deutschen, die bei diesem Contest mitgemacht haben. Und er hat wirklich ein sehr, sehr cooles Mock gebaut. Nämlich die Überquerung vom Dnieper der deutschen Truppen. Man sieht hier auch Sturmboote, wie sie den Dnieper überqueren. Auf der linken Seite haben wir halt einen deutschen Panzer 2, Ausführung D, und etwas Infanterie. Auf der rechten Seite vom Dnieper haben wir halt russische Truppen, einen kleinen MG-Bunker und auch ein wirklich sehr, sehr cooles Layering vom Boden, muss ich sagen. Was ich auch sehr cool finde, er hat nämlich auch bei den Russen die Frühuniform eingebaut, nämlich die M35, nicht die M43, wie die anderen Mocks öfters verwendet. Wirklich sehr, sehr cooles Mock. Auch gerade an diesem Mock für mich ist auch die Junkers U87 B2 Stuka, die Bomben auf die russische Infanterie wirft. Also wirklich auch ein wirklich cooles Mock. Auf dem ersten Platz haben wir das Mock von The Lego Crew. Er hat ein wirklich grandioses Mock gebaut, was die Kesselschlacht von Falaise widerspiegelt. Also sind wir mitten in der Schlacht in Normandie. Das heißt, wir brauchen hohe Hecken, eine Menge an Infanterie und ein paar gemischte deutsche Verteidiger und coole französische Häuser, was alles in diesem Mock drin ist. Also besser kann man eine Schlacht in der Normandie für mich nicht bauen. Die Figuren sind cool, sehr, sehr gemischt, Truppenteile mit Heer- und Luftwaffe, viele verschiedene Helm-Sondertypen mit Netz oder mit anderen Tarnmustern drauf, auch diese coole Statue im Mock, auch die Shermans sind mega cool, der Panda ist mega cool, für mich ein perfektes Mock. Auch das Fig-Posing ist einfach grandios in diesem Mock. Nun zu euch anderen Teilnehmern, es tut mir natürlich leid, dass ihr nicht unter den Top 3 seid, aber es hat mir wirklich Spaß gemacht, eure ganzen Mocks anzugucken und mir durchzuschauen, welches Mock ist cool. Es gab wirklich eine Menge cooler Einsendungen, die mir wirklich gefallen haben, die vom Setting auch cool waren, die coole Ideen in den Mocks hatten. Also seid nicht traurig, vielleicht habt ihr ja die Chance beim nächsten Contest, den ich vielleicht mal machen werde, wer weiß, zu 20 Jahren Lego Lukas mal gucken, was dann kommt. Vielleicht habt ihr da die Chance mal zu gewinnen. Deswegen seid nicht traurig, habt noch weiterhin viel Spaß beim Bauen und bleibt am Ball mit dem Bauen, weil es waren wirklich coole Mocks, muss ich mal sagen. Und ich bin auch wirklich dankbar für jeden, der bei diesem Mock-Contest teilgenommen hat. Natürlich, ich fände es schöner, wären noch mehr dabei gewesen, aber naja, das ist Meckern auf hohem Niveau. Deswegen, ich bin froh, dass viele Leute mitgemacht haben, sogar mehr als ich dachte. Von daher bin ich wirklich überrascht, dass ich so coole Einsendungen bekommen habe und ich bedanke mich auch wirklich herzlich bei jedem, der bei dem Contest mitgemacht hat. Jetzt eine Nachricht an die drei Gewinner. Ich werde euch in den nächsten Tagen noch anschreiben, falls ihr dieses Video nicht gesehen habt. Die Regeln des Contests waren ja klar mit den Preisen. Zur Not verweise ich nochmal auf das Contest-Startvideo vom 15. August, was dort auf meinem YouTube-Kanal zu finden ist. Deswegen, ich schreibe euch an und dann könnt ihr mir mitteilen, welchen Preis ihr genau haben wollt. Und alles andere können wir noch über die Instagram Direct Messages regeln. Ich bedanke mich auch nochmal am Ende, nochmal an den drei Sponsoren des Contests, Brick Factory Berlin, Camo Bricks und Valium Bricks. Einige haben auch gerade Sale zum Ende des Jahres, also guckt doch mal da rein, vielleicht findet ihr ja nochmal ein Geschenk für nach Weihnachten, wer weiß, ob ihr noch Geld bekommt, was ihr übrig habt und nochmal gern in Lego World Batu investieren könnt. Ich bedanke mich auf jeden Fall für ein cooles Jahr 2021 bei euch. Es kam von mir relativ wenig, es ist man ja gewöhnt. Ich bin hier etwas raus aus dem Lego World War 2, ich bin hier in meinen anderen Themen drin. Ich habe auch relativ wenig Zeit und Motivation für Lego World War 2, was sich vielleicht aber nochmal ändern wird. Ich wünsche euch allen aber auf jeden Fall ein herzliches und schönes Weihnachtsfest. Wir sehen uns hoffentlich
am Anfang des nächsten Jahres nochmal wieder, beziehungsweise hören uns wieder. Deswegen kommt gut ins nächste Jahr rein und tschüss.